Hallo, ich hasse Jan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 9. Ja, genau, okay, nochmal. 9. FIFA 9. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2019. Mike hat Spaß, ich auch. Wir sind in der Koop-Multiplayer-Karriere. Wir sind im Qualifying von China im dritten Rennen. Sag mal, Leute, können wir das bitte einmal... Ich blende hier mal ein. Wir haben gerade schon was aufgenommen. Und bloß weil Jan mit seinem Kack-Motor-Geräusch nicht zurechtkommt, fahren wir das Qualifying gerade nochmal. Dass wir nicht zurechtkommen. Ich hatte keine Motorgeräusche. Jetzt habe ja, ich auch eben. Welche. Das ist ja dein Problem. Ich bin mit den nicht vorhandenen Motorgeräuschen nicht zurechtgekommen. Ja, und ich war Erster. Und da haben wir alles erzählt, Leute. Schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei. Danke für ein Abo und genau. Ich raste aus. Wir fahren jetzt alles nochmal. Aber für euch ist ja nur alles einmal. Also für euch macht's gar nichts. Wir ja, haben doch, ich habe gerade mein ganzes Qualifying gerade nochmal reingeschnitten. Ah, jetzt habe ich das auch alles. Hatte einfach alles. Ich habe gerade mein ganzes Qualifying nochmal reingeschnitten. Kannst es aber nicht einblenden, weil ich es ja auch nicht einblende und wir gleich schneiden. Ist mir doch egal. Nein, Leute, dann blende ich es halt nie ein. Damit ja, ist ja auch uninteressant. Damit ihr es gleichzeitig schauen könnt, Leute. Es gibt am Ende ein paar Outtakes, okay? Am Ende, dann ist egal. Outtakes? Ja. Ja, wir waren gerade so funny drauf. Und dann kommt Jan einfach. Ja, also ich habe keine Motorgeräusche. Wir starten gleich nochmal neu. Ja, ich wollte das Qualifying nicht neu starten, aber das Spiel speichert ja nicht. Ja, dann haben wir extra gewartet, bis das Qualifying rum ist. Ja, ich war Erster, Hamilton war ultra kacke. Ja, er war, ja, also ultra, er war Vierter halt, ne? Ja, das ist schon schlecht. Ja, ich weiß. Und jetzt gleich fliege ich wieder in die Wand, bloß weil er meint, nicht abzuspeichern. Aber wir können dazu auch nochmal sagen, auf jeden Fall, auf China sind die, ist die KI irgendwie voll schlecht. Ja, ja, klar. Deswegen, wir hoffen uns hier viel heute. Ja, ich habe das alles vorhin erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Aber ich habe auf jeden Fall erzählt, dass ich natürlich immer noch enttäuscht bin. Nicht mega motiviert, jetzt alles viel besser machen zu können. Weil ich ja gesehen habe, dass es schwierig ist für mich. Ja, jetzt keine Punkte. Aber ich bin guter Dinge, dass das hier in China klappt. Und deswegen starte ich jetzt meine erste gezeitete Runde. Ja, um die Zeit fahre ich auch noch nie raus übrigens. Also stimmt, ich habe mich gerade auch total gewundert. Ich dachte so, ich was weiß, ist denn da ich jetzt bin, los? Ich fahre eigentlich immer nur einmal raus. Und ich bin jetzt auch gerade über Startziel. Das Ding ist nur, du hast mich vorhin auf im anderen Qualifying auf eine Idee gebracht. Und zwar, dass es krass wäre, wenn man sich mit gelben Reifen qualifizieren würde. Und deswegen fahre ich jetzt einfach eine Runde mit Rot und bin dann sowieso Erster. Ja, oder? Und dann kann ich einfach gleich nochmal mit Gelb fahren. Jetzt, wo ich Motorgeräusche habe. Da ist natürlich alles gleich besser. Max Verstappen, Verstappen. Oh Mann. Ich fand toll, dass er eine geschrieben hat, dass wir Hamilton komisch aussprechen. Ja, ja. Leute, für die neu Hamilton sind... Hamilton komisch aussprechen, ja, ja. Hamilton. Sorry. Oh, bei mir ist das so ein langsames Auto. Aber ich will wahrscheinlich bin ich's wieder. 12 lila Sektoren. Sektoren. Vor dir ist ein Renault, Alter. Das war unser Ex-Team. Also kannst du dir doch jetzt nicht so schlecht reden. Ich rede Racing Point... Ne, dir wahrscheinlich reden die eher mich schlecht. Die denken sich so, ey, was haben wir für einen Müllfahrer hier als Ersten richtig vor allem. Richtig schlechte Transferphase. Oh, richtig schlechte Runde übrigens. Ich bin gerade im Qualifying 1.35.8 gefahren. Jetzt bin ich 1.36.2. Das heißt 5 Zehntel schlechter als gerade eben. Ja. 1.35 was bist du gefahren? 8. 8? Ich bin schneller gefahren. Ich hab's gesehen, aber ich bin ultra schlecht gefahren im Vergleich zu meiner gerade. Ich bin auch gerade ultra schlecht gefahren. Ja. Aber ist egal, ich hole dich einfach mit Gelb auf und dann habe ich auch noch die Boxenstopp! Strategy.
Boxenstopp! Ich finde toll, dass das aber gerade wieder funktioniert. Ich finde es gut, dass wir den immer anschneiden. Du Hurensohn! Ich bin an die Box. Wir haben gar keinen Bock auf die. Stell dir mal vor, das ist echt so, der hat gar keine Lust. Der merkt so, oh, der will mich anfunken, geht dann so ran, quasi wie wenn ich den anrufen würde. Und ja, dann schreie ich dem richtig ins Gesicht. Also bei der offiziellen F1 wird manchmal der Boxenfunk ja so auch angemacht. Gescriptet. Und dann wird da quasi so geschrien. Fluchen die Fahrer und das wird rausgepiept. Geil. Das macht Spaß. Alonso zum Beispiel ist, glaube ich, einer, der ziemlich viel rumflucht. Ja, also das ist ein richtiger Alonso. Dass er eigentlich einer der besten Fahrer ist und der hat aber immer so ein Kackauto. Ja, der ist halt häselig. Alles richtig häselig. Jo, ich bin an der Wand. Boah. Betel, ey, der wollte mich gerade schon wieder töten. Schon wieder, wie wenn er dich schon mal getötet hätte. Ja, hat er. Na. Das war dein Fahrfehler. Ja. Fehler vor allem. Mein Fehler, dass ich mich auf Platz 1 qualifiziert. Dein Fehler habe. War, dass du gerade eben das Qualifying beendet hast. Ich werde dich jetzt rausgraben, weil ich dich nicht mehr mag. Hm? Was sagst du jetzt dazu? Hm? Aber da ist er ja, hi. Ja, ich bin da. Soll ich jetzt meine Zeit nochmal um eine Sekunde mit Gelb verbessern? Das wäre schon krass, ja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen könnte mit Gelb. Ich auch nicht, aber ich probiere. Meine rote Zeit zu verbessern, aber ich probiere es auch. Am Ende haben wir richtig abgenutzte gelbe Reifen. Deswegen müssen wir rot, gelb, rot fahren. Kann passieren. Orange. Ja, ja. Ist hellblau. Mindestens. Mindestens. Oder Intermediates. Ja. Stell dir mal, ist es eigentlich so? Was ist, wenn du keine Reifen mehr hast? Dann bist du dumm. Kannst du dir nicht einfach irgendwie von Mercedes ein paar schnochen? Ja, haben die eigentlich die gleichen Reifen? Ja, alle haben dieselben Reifen. Ja, dann könnte man sich ja echt was schnochen, oder nicht? Ja, das darf man nicht. Ja, das darf man nicht. Genau. Bist du schon wieder draußen? Ja. Ja, bist du. Ja, natürlich. In der langsamen Runde, also ja. So wie immer. Outlap. langsam, oder? Aha, ja. Oh, richtig reintreten. Die rote Runde war gerade meine Aufwärmrunde. Ja, ja. Ich wärme gerade dein Gesicht. Wir müssen den Zuschauern auch mal. Was? Nichts. Was müssen wir den Zuschauern machen? Genau, den Zuschauern sagen, dass es hier so coole neue so Schilder an der Seite gibt. Ach ja, stimmt, das hatten wir gerade auch erzählt. Das durften wir auch nicht reinschneiden wegen dir. Das ist ja auch nicht interessant, aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Ja, in China offensichtlich gibt es an manchen Stellen andere Schilder. Mir ist das noch nie irgendwo anders aufgefallen. Aber es gibt so runde Schilder, ja, auch Farben drauf und so. Ey, das ist schon krass. Ja, aber die sind nur an manchen Stellen. Sind die ja, ich sag ja, die sind irgendwie an bestimmten Stellen und hier in China. Ich habe die noch nirgendwo anders gesehen. Nee, nicht überall hier in China. Hä? Ich sag nur in China und an bestimmten Stellen. Ach so, ich. Hä, ja. Nicht überall in China? LOL! Übrigens, wir sprechen zwar viel absichtlich falsch aus, aber Mike ist wirklich so dumm und spricht China falsch aus. Nein. Ach so, ja, stimmt. Auch mal bitte in die Kommentare schreiben. Das hatten wir auch gerade erwähnt. wie sprecht ihr das aus? China wie Jan oder China wie ich? Das würde mich echt interessieren. Okay, ich komme mit den Reifen gar nicht an meine Rundenzeit. Das ist ja richtig schwierig. Okay, das war auf jeden Fall eine Schnapsidee. Wie er gedacht hat, er könnte sich verbessern. Wahrscheinlich bist du jetzt noch mit Hypersoft draußen.
Es ist wirklich unmöglich. Alter, die allein schon die Schnecken ist ja schon. Da hatte ich schon 3/10. Ja, ich habe 2/10 gerade. Und wenn ich von meiner Zeit 2/10 hab, Alter, und du von deiner sogar 13, dann bin ich ja 12-mal schneller. Ja, klar. Ich hatte gerade einen lila Sektor. Jetzt fliege ich raus. Ja. Oh. Okay, die Zeit ist auf jeden Fall im Arsch, gelbe Flagge. Ich habe jetzt auch eine halbe Sekunde schon langsamer, das ist. Ist machbar. Ist nicht machbar. Ja, genau. Alter, nee, das. Er ist fast 2 Sekunden langsamer, weil ich bin auch nicht so gut gefahren. Ich hab meine Runde abgebrochen. Ich fahr wieder in der Box. Boxenstopp! Das hat er nicht verstanden! Ist klar! Boxenstopp! Jetzt hat er es verstanden. Oh, jetzt fahren wir gleichzeitig rein. Das ist richtig geil. Was auf jetzt? Jetzt überholt er mich und fährt vor mir in die Box. Komm schon! Junge! Ich meine, rammt dich! Hä, wir fahren einfach nebeneinander. Hast du das auch gesehen? Ja. Meiner hat dich die ganze Zeit gerammt und ist einfach nebeneinander gefahren. Lol, war das gerade lustig. Ich fahr einfach vor. Was? Ich bin. Nein. Ich werd gerade reingetragen. Ich auch. Bug amusing. Okay, wir cutten. So Leute, Racing Point konnte sich gut qualifizieren. Wir hatten recht damit, dass sie wirklich scheiße sind in China. Du bist scheiße. Hatten wir wirklich, also in Bahrain hatten wir quasi gar keine Chance, also. Du, das hast du ja nicht getestet. Ja, okay, du hattest keine Chance. Junge, wir sind erst und zweite, wir werden jetzt erstmal beide rausgerammt. Ja. Also, du musst quasi. Denk jetzt gleich erstmal nach links, dass ich selber gegen die Bande fahre, damit ich nicht sagen kann, das Spiel ist schuld. Hä? Mein Gott. Achso, ja, stimmt. Ich hab ja. Was ist der dumm? Ja, was mache ich? Gar nichts. Mit Weiß fahren habe ich eher weniger Lust. Meinst du? Ja. So, ich passe erstmal das an, wie viel Benzin ich mitnehme. Boah, Session beginnt halt, in 25 Sekunden. Du musst halt wirklich so schnell muss man an die Box gehen. Das ist richtig krass. Session beginnt. Anfang. Ja, deswegen wollte ich nämlich auf Gelb-Qualification. Ja, wir hätten direkt uns absprechen müssen als Team und hätten zusammen sagen müssen, ja okay, wir wollen uns auf Gelb qualifizieren. Weißt du? Ja, weil dann wären wir jetzt irgendwo 50. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir hätten mit Gelb das auch geschafft, weit vorne zu sein. Also? Ich zumindest. Voll aufs Gas! Also im Qualifying bin ich nur halb Gas gefahren. Ach, halt einfach die Fresse. Nee, okay, also Leute, wir müssen uns natürlich anstrengen. Auch wenn angeblich die KI so wie die ganzen letzten Jahre nicht so. Der Regen wird in 10 Minuten abklingen, hat er mir gerade gesagt. Ja, ja. Was für ein Regen. Siehst du es nicht? Alter, du bist so blind, ey. Wie er nicht mal checkt, dass es regnet. War ganz so schnell, Alter. Oh. Ja, du gewinnst so Abstand zu uns, das ist schon krass. Ich glaube, du bist erst. Schiller geht nicht mehr. Du hast eigentlich schon gewonnen. Ja. Oh, Alter. Das haben wir hier noch gar nicht. Was willst du denn? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, wie das hier ist, damit überholen und nicht überholen. Nee. Fahr doch mal schneller! Ich fahr grad Vollgas! Halt die Fresse, Mann! Oh, ich wollte gerade nach rechts ziehen, hör doch auf!
Junge, ich hätte dich so weggerammt. Zum Glück habe ich in den Spiegel geguckt. Ich wollte mich von der Ideallinie weg und dachte so, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, wenn er kommt. Muss ich mal gucken. Ne? Und dann habe ich geguckt und dann warst du einfach da. Ich habe auf mein Handybildschirm geguckt. Das hat mich gar nicht interessiert, was du Junge, du wärst so geflogen, ey. Lol. Ja, vor man kann im Qualifying in der Handyspielrunde diesmal jetzt richtig rausfliegen hat halt. Alter, meiner zittert. Stell dich mal vor, man kann rausfliegen, ey, krass. Das wäre ein also neues cooles Feature, machen. Ja. Das ist ja so cool. Das haben wir auch noch nicht getestet. Können wir auf Aserbaidschan machen. So, jetzt Verstappen wird von Vettel getötet. Zwangsweise. Okay, Leute, so viel Glück. Ich habe mega Angst. Ja. Vor allem, weil ich ja noch kein gutes Rennen gefahren bin. Wie war dein Start? Gut. Im Vergleich zu deinem gar nicht schlecht. Bloß, dass alle von hinten kommen und ich Angst habe. Ich werd gedreht. Ich bin nicht in der Wand, aber im Gras. Ich hab ne Kollision verursacht, oder? Mann. Aua! Kubica, oder wie der heißt? Kubica. Kubica, ich kann es doch nicht lesen hier im Stress. Ich bin 20. Was? Aber du wurdest immerhin nicht getötet, so wie ich. Ja, weil ich ultra gebremst. Ich bin, scheiße, roter Frontflügel. Ich bin Junge, ich hasse dieses Spiel einfach. Das ist doch scheiße. Hatten wir nicht die Taktik Doppelsieg? Änderung bestätigen, Hilfe! Änderung bestätigen! Jetzt hat er aktuelle behalten genommen. Ey! So häselig muss man erstmal sein, Alter. Die mögen mich einfach nicht an der Box. Mann, warum sind die Bots immer so aggressive nach dem Start, Alter? Die wirklich nach dem Start, die sind beim Start so halt so auf dem Modus töten. Ja, einfach, alles, was vorher einfach ist, nur ist Gas total egal. Geben. Ja. Egal. Die Bremsen beim Start halt genau da, wie sie es halt in der normalen Runde auch machen würden, habe ich das Gefühl. Alter. Alles andere ist denen so egal. Und beim Start, ich komme halt nicht weg von Bottas oder so und dann kam ja, halt ich starte auch viel, viel Alter, warum ziehst du denn rein, du Spast? Er zieht nach außen wieder, ey, das ist unglaublich, wie scheiße das die fahren. Ist nicht so schlimm für dich, dass du jetzt an die Box musst, weil alle anderen müssen ja auch quasi. Ja, ich weiß. Aber mein Frontflügel wird halt. Mein Kollege ist in der Boxengasse. Das Schlimme daran ist halt, ich muss erstens mein Frontflügel wechseln, zweitens bin ich halt alle Plätze zurückgefallen, ne? Ja, das ist schon mies. Aber die sind ja hier nicht so gut. Junge, diese Scheiß, ey, Bottas. So ein dreckiger. Du gewinnst wieder 80 Millionen Kilometer Abstand. Nee, gerade gar nicht. Ich war relativ schlecht. Okay, ja, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf der Alter, halt dein Maul. Der labert hier irgendwas von bleib hinter der weißen Linie. Erzählt mir da Geschichten. Ich hab doch eh den Assistenten hier, nee. Spurhalteassistent habe ich. Deswegen fahre ich so gut. Im Autopilot an. Ja. Ich auch. So. Okay. Jetzt kann ich erstmal wieder alle aufholen. Ich hoffe, dass ich bis zur vierten Runde annähernd rankomme. Dass ich wenigstens ein paar in der Box überhole. Nicht, dass wieder alle vor mir rauskommen. Wobei die Hinteren gehen ja wieder nicht an die Box, weil die fucking Einstopp haben. Mann! Boah, schnellste Runde hast du, ja? Ja. So gut müssen wir erstmal sein. Logisch in der zweiten Runde. Nee. Mich wundert, dass kein anderer schneller hinter mir gefahren ist. Okay, Leute, jetzt strenge ich mich zum ersten Mal in dieser Karriere an. Nein, Spaß. Aber hast du überhaupt schon so viele Rennrunden jetzt gehabt? Also jetzt schon quasi. Achso, doch, du hattest ja in Bahrain, hattest du ja. Bahrain bin ich ja fast fertig. Also ich wäre ja auch fertig gefahren, aber das hat nur keinen Sinn mehr gemacht.
Und ja, ich hatte ja Zeitprobleme, deswegen habe ich dann ja mich selber gekillt. DRS ist jetzt verfügbar. Nice. Warum wird es eigentlich erst mal ab der dritten Runde freigegeben? Weil sonst noch mehr Krieg gäbe wahrscheinlich. Ja. Bevor einfach beim Start der ist. Oh Scheiße, verbremst. Ja, es soll ja auch spannend bleiben. Also verbremst dich gerne öfter. Oh fuck, verbremst. Bei mir ist es spannend. Ja, das Verstappen ist direkt dran und Vettel auch. Gehst du direkt nächste Runde an die Box? Nee, ich will eigentlich wahrscheinlich in der fünften erst. Okay. Reifen müssen das durchhalten, glaube ich. Die müssen. Die müssen das, was du sagst. Also ich habe ja auch wirklich halt gar keinen Abstand, deswegen, also ich, wenn ich jetzt an die Box gehe oder so, wäre ich halt wirklich fast auch ganz hinten. Wahrscheinlich. Weil auch sonst keiner an die Box geht. Also Ende nächster Runde gehe ich an die Box. Ist jetzt auf gelb? Ja, ja, klar. Machst du dann die Strategie mit weiß danach oder auch? Das weiß ich nicht. Das gucke ich wie je nachdem. Entweder halt gelb-gelb oder gelb-weiß. Das ist je nachdem, wie ich verbrauche. Hatte eigentlich gelb-gelb dann geplant. Wenn ich sowieso eine Runde später reingehe, müsste es eigentlich. Naja, ich denke auch, dass bei mir hinhaut. Ich weiß es nicht. Normal habe ich ein bisschen mehr Abnutzung jetzt. Oh, da ist ein Schneller unterwegs. Ja. Hiller. Normal, ne, ich habe halt komplett freie Strecke hier. Normal habe ich ein bisschen mehr Verbrauch in diesem neuen Teil als bisher immer. Kann aber daran liegen, dass ich auch ein paar Fehler halt immer gemacht habe. Wenn ich dieses Mal jetzt schön sauber fahre, vielleicht. Doppelgelb. Mal gucken. Okay, also Verstappen und ich können uns ablösen, aber der Vettel noch nicht so richtig. Die sind, glaube ich, damit die beiden Ferraris und die beiden Mercedes. Die kämpfen da gerade alle zu viert irgendwie um Platz 3 und sind deswegen ein bisschen weiter hinten. Okay. Ich hoffe, die anderen gehen jetzt an die Box. Energie ist zum Ausgeben da! Ich liebe diesen Satz. Okay, Verstappen ist an der Box, aber die beiden Ferraris glaube ich nicht. Ich konnte jetzt nicht genau drauf achten. Doch, einer ist. Ein Ferrari, echt? Ein Mercedes, okay. Ein Red Bull, die gehen immer so. Okay, perfekt. Eigentlich von jedem Team einer fast. Außer halt die, die gar nicht gehen. Die noch nicht. Ich hoffe, ich kann ein paar überholen. Oder ziemlich nah daran kommen. Überholen wäre natürlich noch besser. Würde ich mal behaupten. Aber sie kommen alle raus, ja. Keine Chance. Okay, Ferrari und Mercedes müssten relativ weit hinten sein. Relativ nah bei mir jetzt. Ich sehe hier auf jeden Fall Norris. Boah, das ist auf jeden Fall hart mit diesen scheiß roten Reifen. Die sind so schlecht, ich fahre so langsam. Naja, du gehst ja jetzt auch. Ja. Mal gucken, wie viel da du bist. Boxenstopp. Oder... Ich weiß auch nicht, was das ist. Was denn Boxenstopp? Was ist denn mit dir los? Okay, hier ist Norris und Ricardo. Direkt vor mir, ziemlich nah sogar. Ich habe noch nicht vor zu überholen, aber ich habe natürlich auch Angst, weil ich weiß, dass die extrem bremsen in den Kurven. Wie man das hier auch gerade schon wieder sieht. Ich bin echt gespannt, auf was für einen Platz ich gleich rauskomme. Ich auch. Ich hoffe erstmal, die anderen, meine Verfolger gehen auch jetzt alle an die Box. Ich denke schon. Die meisten zumindest. Teamkollege ist in der Boxengasse. Ja. Na komm, jetzt aber, jetzt ist der Zeitpunkt reif. Chuck Norris zu überholen. Was? Gasly fährt nicht an die Box. Der eine Red Bull ist nicht an die Box gefahren. Und ganz, ganz viele von den weiter hintern auch nicht. Nein! Oh, Kürt kriegt... Oh mein Gott. Wow, mach keinen Scheiß, Norris. Dein Vordermann hat soeben
bin jetzt Platz 7. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Keine Ahnung. Was das hier ist. Also erstmal eine Runde fahre ich jetzt. Platz 7 bist du, hast du gesagt? Ja, Platz 7. Wo bist du? 19. Ich war ja 20. mit Abstand. Bin jetzt halt wieder an denen ran, die liefern sich hier ein Battle. Ich hoffe, ich kann gleich vorbeiziehen auf der Geraden. Bremsen mich natürlich mega aus, natürlich jetzt mit ihrem Scheiß. Aber die Affen. Hoffe, ich kann gleich. Wow! Meine Autos warten. Wow! Shit! Oh Gott. Das hat mich gerade so gekillt. Also nicht gekillt, aber das war richtig schlecht von mir. Ich hab gerade richtig riskant Kürt überholt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Die haben sich ein richtiges Battle geliefert, Ricardo hat auch einen ein bisschen berührt. Ich bin auf die andere Seite gefahren und hab viel zu spät gebremst, bin einfach durchgerutscht. Bin jetzt wieder 20. aber halt immer noch direkt dran. So. Komm. Leck mich. Ich weiß, dass ich dir Platz machen muss, aber ich bin auf der Geraden eh schneller als du, also leck mich. Boah, hier ist richtig krasser Fight gerade. Ja, aber überall ist hier gerade ein krasser Fight. Bei mir die ganze Zeit. Wie viele Runden kann man mit Gabe aushalten? Keine Ahnung. War das 12 Runden oder so? So 11 wollte ich gerade sagen. Also ich glaube 11 war so angegeben. Geht aber bestimmt ein bisschen mehr. 16 Sekunden habe ich zu dir Abstand, hat er mir gerade gesagt. Ja, das geht fit, würde ich sagen. Gar nicht so viel schlechter. Wo bist du gerade ungefähr? Gerade aus der Steckenkurve raus. Okay. Ich fahre gerade rein. Also Startziel die erste Kurve quasi. Ich habe gerade eine Vierer-Autokolonne vor mir, die halten mich auf. Ja, ich werde die ganze Zeit aufgehalten, aber ich will es sicher machen, realistisch machen, weil in echt crashen die auch nicht einfach rein. Klar, mir passieren echt? Fehler, weil ich kein Profi bin, das ist ja auch logisch. Deswegen bin ich auch in der Kurve ein bisschen ins Schlittern gekommen. Nein, ich dreh mich. Das ist natürlich scheiße. Fahr bloß keinem rein, wegen Ghost Mode oder so. Wo bist du? Bist du schon wieder drauf? Ja. Oh nein, ich dreh mich nochmal. Pass auf, ich komme glaube ich auch gleich zu dir. Ja, da bist du. Pass auf. Oh Junge, Alter. Ich bin gleich Platz. Wie einfach rückwärts 20. auf die Strecke fährt. Ja, nee, ich. Ganz kleine Abstände nur. Ich bin deutlich Platz 20 jetzt. Ich bin an dir vorbei und du kamst dann mal rückwärts rausgefahren. Das war ja, aber geil. Ich bin immer nur ganz wenig zurück. Ja, ich hab schon gemerkt. Hast du ja gerade gesagt. Aber das war richtig crazy. Okay, fuck. Come on. Kriegst du hin. Oh, ups. Das war auch, weil ich halt ausweichen musste, bin ich auf den Rasen gekommen und wollte ich schnell wieder zurück und... Das war nice, das war richtig gut. Yes, Mann, das war ein richtig gutes Goal-Manöver. Okay, ich bin jetzt hinter dieser Viererkolonne, was du gesagt hast, glaube ich. Ich bin Platz 15. Ja, ich hoffe, ich kann auch schnell aufholen. Naja, es ist schon alles möglich. Aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, glaube ich. Lol, nee, gar nicht. Die Sainz mich mega überholt mit seinem Kack-Auto. Dir gebe ich's gleich wieder, Alter. Boah, ich hab 30 Sekunden. Ist ja innen. Ich hab 30 Sekunden damit verschwendet gerade. 30 Sekunden? Was? Ja, 30 Sekunden. War ich gerade in der Runde langsamer. Oh, krass. Alter, Sainz regt mich so auf. Krass, was für Fights hier gibt. Das ist krass. Das macht richtig Bock mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich werde von Sainz immer wieder bedrängt, auch überholt. Muss mich da wirklich behaupten. Mehr oder weniger sauber. Ich bin jetzt direkt hinter Leclerc, der übrigens Platz 14 ist. Alter, schon wieder an derselben Stelle. Russell ist so langsam. Ja, das glaube ich dir. Okay, ich bin erst Platz 19. Ja, aber du bist schon relativ nah dran, glaube ich. Also hier ist richtig Chaos. Okay, die Kurve nicht gut genommen. Aber ich bleib dran, ich bin an Leclerc dran und an Giovinazzi oder so, wie der heißt. Ja. Wir kesseln ihn gerade ein, ich von links, er von rechts. Es gibt eine kleine Kollision. Ich hoffe nicht, dass er mich jetzt geht. Ich muss mega bremsen.
Ich bin relativ weit außen der Kurve dadurch. Und ich bin vorbei an beiden, an Leclerc und an Giovinazzi. Nice. Platz 13 jetzt, hinter Bottas. Unser Abstand zum Teamkollegen. Boah. 10,6 Sekunden. Okay, du hast 10 Sekunden zu mir, sagt er mir gerade. Echt? Da habe ich ja wieder krass aufgeholt. Aktuelle behalten. Aktuelle behalten. Ach du dreckiges Spiel. Ich habe es einfach manuell angewählt. Diese scheiß Schneckenkurve, ey. Es wird mir schon wieder mega warm gerade. Ich will Punkte. Ich wollte Platz 1 haben. Kriegen wir noch. Wieso ist mir das passiert? Vielleicht nicht Platz 1, aber gute Punkte auf jeden Fall. Ich kann mir aber selber immerhin noch was erarbeiten. Nicht so wie halt auf Bahrain, ja, deswegen, ja. Das war halt so ärgerlich. Aber hier ist es Bottas, ist halt hier auch ärgerlich, weil China eigentlich so eine Strecke ist, wo natürlich alles mögliche drin ist. Bottas und Platz dann selber 12. So verkacke. Bottas Platz 12, Hamilton Platz 11. Hinter diesem Kubiak, Kubica. Kubica, so. Ne? Kubica. Ja, schon, oder? Kubica. Kubica, achso. Ja, pff. Okay, Hamilton, Bottas und ich überholen jetzt Kubica. Ich steck zurück, habe ich keinen Bock drauf. Ich lasse Mercedes überholen und probiere dann in die Kurve reinzugehen. Was ich auch getan habe und roten Frontflügel kriege. Echt? Ja. Scheiße. Egal, ich fahre so weiter. Mercedes wird mich jetzt wahrscheinlich zurück überholen, aber das ist halt dann so. Ich muss jetzt so ein bisschen weiterfahren noch mit dem Frontflügel und dann einfach auf Weiß wechseln. Anders geht's nicht, wenn ich das gut machen will. Ich hätte einfach ganz zurückstecken sollen. Ich dachte, ich habe schon gesagt, ich stecke jetzt lieber zurück und lasse Mercedes überholen. Dann habe ich gemerkt, okay, die Möglichkeit ist da, in die Kurve reinzugehen. Und das habe ich dann probiert, was aber nicht so sonderlich vorteilhaft war. Boah, das ist so schwierig, sich da um die Kurven zu schalängeln jetzt. Also ich werde auf jeden Fall langsamer sein, du wirst aufholen können. Ich probiere den natürlich nicht zu überholen, überholen zu lassen. Ja, schön aufhalten alle. Ich bin jetzt gerade an einem richtigen Autopulk hier dran. Ja, da bin ich. Wie viel bist du? Elfter. Elfter, okay. Oh, lila Sektor. Ich bin ganz ziemlich einer der vordersten von diesem ganzen Autopulk, was du meinst.